Ja, aber die Leute stinken, ne? Lassen Sie mich doch in Ruhe. Wo hat es einen Impfzwang gegeben? Sagen Sie mir das. Ja, in der Arbeit. Ja, und? Bist du recht? Geimpft worden, dann bist du ausgeschmissen. Zu Recht? Und jetzt werden die ganzen Geimpften krank. Das stimmt doch überhaupt. Wo sind die, bitte? Wo sind die? Die haben gestorben drauf. So ein Schwachsinn. Mein Arzt bestätigt. Ja, der Arzt bestätigt. Meine Frau in Österreich hat, in der Corona-Station gearbeitet. Die haben die Leute reihenweise ausgefahren müssen. Die haben Schichten schon ohne Ende. Ich möchte mir so einen Schwachsinn nicht euren, weil das totaler Scheiß ist. Ja, und ihr hört halt überhaupt nicht auf. Jetzt regt euch so weit nur auf. Was kommt als nächstes? Jetzt kommt nur der Great Reset, der Schwachsinn da daher. Das ist ja eh schon da. Wir haben eh schon alle enteignet, teilweise. Wo bist du enteignet? Du fährst mit dem Auto umeinander. Wo bist denn du enteignet? Ja, mit welchen die Preise, ich glaube, ihr habt keine Probleme im Leben. Ihr habt keine echten Probleme im Leben. Dann das nächste mit dem Ukraine-Krieg. Da jammert es auch wieder umeinander. Ja, und der Putin, der ist so super und der Trump ist so toll. Eure Narrative sind total für den Arsch. Kümmert euch mal um die Leute, die daherkommen, die echte Probleme haben, die dort das nicht. Wir da draußen, wo es Hilfe brauchen zum Beispiel. Ja, und da kümmert ihr mich auch drum. Ich bin in der Flüchtlingshilfe, ich bin bei den Kranken, beim Helfer. Und so ein Schwachsinn da, das ist totaler Chaos und das regt mich mittlerweile nur noch auf, weil die Leute immer blöder werden durchs Internet. Ich habe kein Problem mit der Menschheit, ich rede ja komplett an. Ja, aber ich stört sowas nicht. Ihr fahrt mit so einem Scheiß da rum. Du störst mich jetzt gar nicht. Das ist deine Meinung und die akzeptiere ich. Ja, es geht einmal um Fakten und nicht nur um Meinung. Ihr nehmt ja keine Fakten mehr an. Ja, es ist aber trotzdem jedem, das sein ist. Es sterben nicht tausende Leute an der Corona-Impfung. Das stimmt einfach nicht. Wenn ich stirb, dann stirb ich. Bring mir mal die Fakten zu, wo das steht. Dass da sterben nicht tausend Leute an Corona, das sehe ich nicht. Die sehen wir bei uns im Krankenhaus auch nicht. Das ist auch nicht mehr. Das ist einfach nicht. Sagt es einmal Leute, ich kriege einen Vogel. Wie kann man denn... Ja, wir mit euch auch. Weil wenn man ein wenig recherchiert, nimmt man ja die Wahrheit. Was ihr recherchieren nennt, ist im Internet stundenlang rumsuchen. Das ist alles. Ja, das ist nicht forschen, das ist nicht studieren, das ist stundenlang im Internet Scheiße verteilen und sich gegenseitig Scheiße zuschieben. Mehr ist das nicht. Und warum? Ich bin doch auf der Seite.